Soll ich wieder Klappe fallen lassen? Genau. Ich bin Marcel, 29, Marcel Edox Paul. Ich spiele die ABP bei uns im Team. Dann haben wir noch vier weitere Mitglieder im Team. Das ist einmal der Sebastian Pictrus Ayat. Er ist unser Ingame-Leader. Und dann haben wir noch drei ganz besondere Spieler, einmal den Steven Blessed von Micic. Ich hoffe, ich sprich's richtig aus, ich bin mir nicht sicher. Das ist eine Rifle, der übernimmt die Anchor-Position bei uns, genauso wie Fabian Spadegam Salomon. Er ist auch eine Rifle, übernimmt auch immer gepaart mit Steven, also mit Blessed, die Anchor-Position. Und zu guter Letzt haben wir noch den österreichischen Manuel Orbit Seiler. Er ist auch eine Rifle und ankert die eine oder andere Position bei uns und spielt den aggressiven Part. Also mit der letzten Season sind wir sehr zufrieden. Also jeder hatte uns als Absteiger Nummer 1 auf dem Schirm. Wir haben, glaube ich, allen bewiesen, dass wir nicht nur ein Absteiger sind, sondern auch gut mitspielen können. Aber ich glaube, das ist ganz normal in der Rookie-Season, dass es halt Höhen und Tiefen gibt. Mit dem Abschneiden danach in der Upper Group sind wir nicht ganz zufrieden, haben uns schon ein bisschen mehr erhofft. Nichtsdestotrotz konnten wir da auch so Top-Favoriten wie Attacks in Map abnehmen oder Onyx Talents dann. Wir schauen in die kommende Season mit positivem Blick, auf jeden Fall. Blessed, der war von vornherein schon, also den hatten wir sehr, sehr früh auf dem Schirm. Er hat schon auf sich aufmerksam gemacht und wir wussten, dass wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Firepower. Und wir haben gedacht, er ist jung, er hat bis jetzt zwar noch oben nicht gespielt, aber hat uns überzeugt. Dahingehend war das der einfachste Schritt von uns, einen Spieler von unten nach oben zu holen, von dem wir überzeugt sind. Dadurch, dass uns Pixel Richtung Onyx Talents sehr kurzfristig verlassen hat, wurde die ABP-Position frei auf dem Markt. Gab es keine, die uns da irgendwie adäquat ersetzen konnte. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir lösen es intern, ich gehe an die ABP. Und dann hatten wir halt an der Rifle die Option mit Orbit. Und dem seine Erfahrung, trotz seinen jungen 20 Jahren, war halt dann ausschlaggebend dafür. Schießt gut zurück. Er ist ein sehr, sehr umgänglicher Typ und ließ sich ganz einfach ins Team integrieren. Also ich bin confident darin, dass wir die Überraschung wieder sein können. Uns wird man wahrscheinlich wieder nicht so auf dem Schirm haben, weil man sagt, ja, in der zweiten Saison ist immer die schwere Saison, jetzt kennt man uns. Aber ich glaube, wenn es eine Überraschung gibt, dann uns.